durchschlafen. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen erneut ein Samstag, an dem wir auf Tour gehen. Es ist ja wieder alles anders, als man denkt. 17:44, okay. Heute geht's ins Kairo. Nach seinem Vehemenz Remora. Wir haben Decadence. Aber ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich da parken soll. Direkt davor gibt es ja Parkplätze. Aber ich glaube, die sind voll. Ich muss jetzt hier noch Schickimicki machen. Weil da seht ihr, wie schlimm das aussieht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist die Spülmaschine, die ist gerade noch am Arbeiten. Aber ihr wisst ja, als allererstes müssen wir dieses Gerät hier bedienen. Das sieht ja auch aus, ey. Nee, also heute wird so einer der letzten Dingsbumse gewesen sein. Danach muss ich und so weiter die Hände wackeln lassen und schneiden. Gut, dann machen wir uns dann später gleich auf den Weg ins Kairo. Und ihr kommt dann mit, ne? Okay, und jetzt beginnt die Latscherei. Ja, die Lichter machen Schlieren, das heißt, Objektiv ist schmutzig. Und wir müssen... ich zeig's euch gleich. So, okay, also, seht ihr da die Burg, die große, und dahinter, da ist noch eine kleine. Okay, und dahinter, da ist noch das Kairo, da müssen wir jetzt hin. Das sind ungefähr, ich schätze mal, 100, 200 Meter. 2 Minuten. Wir passieren noch die Weinzombie-Brücke. Hinter mir ist richtig schlimm. Da, also ich weiß nicht, das letzte Mal war ich auf, vor 3 Jahren oder so. Da war das noch nicht so viel. Das geht total. Also mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Durch diesen Durchgang muss ja gehen. Okay, da ist es. Dann müssen wir rein. Aha. Oje. Hallo? Ich habe dich noch nicht eingetragen oben. Da gehen wir jetzt gleich zusammen hoch. Ja? Von wegen, ja, ich denke dran. Es kam so viel Scheiße nach, oder? Ja, du kümmerst dich einfach um nichts. Hey! Hallo? Hallo? Bist du so? Hallo? Wollte ich auch schon fragen. Oh Gott. Ich weiß, also nicht. So was filmst du. Ja. Mir ist wieder eingefallen. Viel zu viele Treppen, ne? Ja, und mit Parken und so. So.
So, ich mag ja sowohl Jörg Pornos, wo du da weißt, dass du jetzt voll. Yeah.
So, Freunde, das waren jetzt die Erlebnisse von Darkness Congress mit den vier Bands, die auch in der Bestrafung stehen, wenn man so will. War also Kairo. Kairo ist immer sehr warm und sehr dicht.